So, liebe Zuschauer, wir haben ja vor kurzem euch schon mal in einem separaten Video und Interview mit dem Spleen Designer das EchoBoard Project vorgestellt. Und jetzt haben wir hier das erste Echo Rip in 139x42 im Test. Das Board ist nach dem heutigen Stand der Technik möglichst nachhaltig produziert und dabei ist es makellos verarbeitet. Vom Shape haben wir hier ein Board, was wir euch ja schon vorher in der konventionellen Bauweise in Wood Glass Sandwich vorgestellt haben. Und das Rip Echo oder Echo Rip überzeugt halt gleichermaßen mit seiner Bodenkurve, mit sehr frühem Angleitvermögen und absoluter Einfachheit bei der Bedienung. Bei der Gewichtsverlagerung für den optimalen Angleitwert ist hier ein klitzekleines bisschen mehr Last auf dem hinteren Fuß erforderlich. Insgesamt ist es im Vergleich mit sehr guten Gleitleistungen ausgestattet. Der insgesamt im Vergleich doch deutlich softere Flex des Echo Rip gegenüber dem konventionellen Board gibt hier aber keinerlei Nachteile, auch was das Anwendverhalten angeht. Wir können über diese etwas stärker geneigten Bevels ohne weiteres halt sauber den Kantendruck hier halten. Die leicht gestreckte Outline und die 5 cm langen Finnen geben hier sehr gute Führung, sodass auch auf dem Ammenkurs wirklich sehr gute Leistungen erreicht werden. Bei der flüssigen Beschleunigung und auch dem Erreichen einer insgesamt hohen Endgeschwindigkeit lässt sich hier ebenfalls kein Nachteil durch den softeren Flex erkennen. Man spürt halt insgesamt mehr Komfort, mehr Dämpfung, aber im Vergleich ist es dadurch nicht langsamer. Einerseits ist das Board ja stärker strukturiert vom Unterwasserschiff und wir haben 5 cm lange Finnen. Durch die Bevels, die etwas stärker geneigt sind, brauchen wir aber hier nur einen mittleren Kraftaufwand, um das Board flach auf der Wasseroberfläche zu drehen, sprich zu switchen. Der Übergang vom Griff der Finnen auf den Griff der Kante ist gleichmäßig und harmonisch ausgeführt. Der softe Flex sorgt durchgehend für eine schöne, gleichmäßige Drehfreude mit gutem Zug auf der Kante und wenig Kraftaufwand. Man kann hier x-beliebig enge bis weite Radien sehr gleichmäßig aussteuern und hat jederzeit eine wirklich stets optimale Kontrolle. Für Fahrer und Fahrerinnen mit einem Körpergewicht zwischen 70 und 95 Kilo ist das Echo Rip auf jeden Fall ein absolutes Musterbeispiel an Laufruhe und auch an Kontrolle. Selbst in welligen und stark kappligen Bedingungen haben wir hier eine ganz exzellente Laufruhe, keinerlei Probleme für irgendwelche vorgeschädigten Knie. Das ist wirklich eine ganz komfortable Geschichte hier. Die Kontrolle haben wir ja schon bei dem Standard Rip wirklich gelobt, weil hier die Homogenität der Abstimmung wirklich exzellent gelungen ist und auch das Echo-Modell mit einem weicheren Flex macht die Sache auf keinen Fall weniger präzise. Man hat im Unterschied ein klitzekleines Feeling, dass es vielleicht sich nicht ganz so sportlich anfühlt wie das normale Rip, aber der Komfort ist insgesamt hier größer und die Kontrolle ist zu 100% gleich gut. Bei den Leistungen beim Springen haben wir weiterhin dieses absolut schöne spielerische Feeling. Hervorgerufen durch diese leichten Bevels, das erlaubt halt einfach einen Ankantvorgang, der höchst variabel ist, ob man jetzt kurz progressiv kantet oder lang gezogen. Man kriegt hier sehr schnell eine schöne Leinenspannung
und kann dadurch natürlich die volle Leistung auch des Kites, der jeweils zur Verfügung stellt, zu 100% ausnutzen. Und man hat halt auch nicht das Problem, dass man sich in irgendeiner Weise bei irgendwelchen komplizierten Geschichten festhakt. Das Board lässt sich jederzeit stets einfach und easy vom Wasser lösen und setzt aber auch genauso präzise und weich wieder ins Wasser ein. Kurioserweise, also wir haben es nicht gedacht am Anfang, stellt das Echo Rip auch den ambitionierten Freestyler absolut zufrieden. Das liegt daran, wie sich der Response, also die Rückstellung des Rumpfes, äußert. Dieser Verlauf von einem wirklich sehr leichten Einkanten und dem Pop, der dabei entsteht, ist absolut harmonisch und ist gar nicht so aggressiv wie bei einem deutlich härteren Board, sondern ist halt leicht und angenehm abrufbar. Wie wir zuvor ja schon im Interview erfahren haben bezüglich des Echo Projects, hat die ganze Entwicklung und Abstimmung schon 2 Jahre gedauert, bis man hier das richtige Rezept gefunden hat, diese Materialien, die dann neu in Verwendung gekommen sind und auch die Bambuskante, all diese kleinen Komponenten, die verändern natürlich immer die Abstimmung des Boards, aber das, was Spleen jetzt hier gemacht hat, ist wirklich aller Ehren wert. Wir haben jetzt hier ein Freeride-Board, was einen extrem breiten Einsatzbereich von Freeridern, ob man es jetzt gemütlich angehen lassen möchte oder auch ein bisschen sportlich aggressiver, da hat man mit dem Echo Rip ein wirklich sehr, sehr schönes Brett, was alle diese Bereiche total zufriedenstellt. Easy zu bedienen, es ist nicht zu schwer vom Gewicht. Es ist ein klein bisschen schwerer als die konventionelle Bauweise, aber das tut hier den Fahrleistungen keinerlei Abbruch. Hier wird ganz klar, dass auch eine etwas nachhaltigere Bauweise, optimal werden wir im Boardsport nie sein und die Welt werden wir wahrscheinlich damit auch nicht mehr retten, aber wir können halt das Bestmögliche probieren und das hat Spleen mit dem Echo Rip definitiv geschafft, dass die Umsetzung eines modernen Twin-Tips mit nachhaltigeren Materialien definitiv kein Kompromiss sein muss in puncto Fahrleistung oder Fahrspaß.